Ja, guten Morgen zusammen. Welcome Change heißt das Motto in der agilen Welt. Und ihr habt das, glaube ich, die meisten von euch haben es, glaube ich, eben mitgekriegt. Ich bin etwas spontan gerade gefragt worden oder informiert worden. Gefragt hatte ich selber. Ich habe nämlich letzten Samstagabend noch eine potenzielle Nachrücker-Session eingereicht. Habe gesagt, naja, falls jemand krank wird oder so, ich hätte da noch was. Es hat letztes Jahr auch gut funktioniert mit dem Product Ownership Evolution Model, weil dieses Jahr zur Frist des Call for Papers Ende Juli war unser Tool noch nicht gut genug, noch nicht reif genug, um wirklich eine qualifizierte Session einzureichen. Richtung September wurde es dann reif genug und eigentlich finde ich das eine super Plattform hier mit euch über Product Ownership zu reden. Und das bedeutet auch explizit, dass wir nicht alleine über Product Owner reden, sondern über diesen gewaltigen Begriff Ownership, was das denn auch immer heißen mag. Es ist nirgendwo so richtig definiert und wie man sie auch aktiv gestalten kann. Und das hat auch etwas für mich mit Kultur zu tun, mit Entwicklung und Veränderungsprozessen in Unternehmen. Die erste Frage an euch, wer kennt vielleicht das POEM, also das Product Ownership Evolution Model? Eins, zwei. Ein Tool, was ich auch zwischendurch kurz zeigen werde. Vielleicht, wenn Interesse besteht, mache ich da auch nochmal einen kleinen Exkurs zu oder am Ende. Ein Tool, ein einfaches, der Tool ist immer so blöd gesagt, ein einfaches Template, um Kommunikation anzuregen über Product Ownership in euren Teams, mit euren Stakeholdern etc. Heute soll es aber hauptsächlich gehen über Product Ownership Context Canvas. Und zwar ist die Idee, wie kann ich Ownership richtig gestalten? Ausgangspunkt war nämlich, dass der Oliver Winter und ich ja ein gutes Jahr lang mit diesem POEM unterwegs waren auf verschiedenen Konferenzen. Der eine oder andere hat uns gesehen. Und wir sehr, sehr guten Zuspruch dafür bekommen haben. Und da wird zwischen Ist- und Soll-Situation unterschieden. Und dann kam eigentlich immer die Frage auf, interessant wäre jetzt, Handlungsanleitungen zu bekommen, wie wir denn in diese Soll-Situation, wie man Product Ownership und Entscheidungen darüber bekommt, wie man da hinkommt. Und dann haben wir im Sommer, so einmal die Woche sitzen wir meistens zusammen und entwickeln Themen und haben diskutiert darüber, ja, wie kommt man denn da hin? Was könnte man denn jetzt für Empfehlungen geben, wie so eine Art Handlungsanleitung zu passender Ownership zu kommen? Und das Ergebnis unserer Diskussion war sehr schnell das typische, naja, es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Also, naja gut, in einem B2C-Umfeld mag das anders sein als in einem B2B-Umfeld. Es kommt drauf an, ob es ein Konzern ist oder vielleicht ein Startup. Es mag etwas damit zu tun haben, wie die Menschen, die diese Rollen bislang besetzen, was für Erfahrungen sie haben. Es mag damit zu tun haben, wie Recruiting-Prozesse gestaltet sind und. Also ganz viele Dimensionen, die auf die Frage, wie gestalte ich passende Ownership, einzahlen. Und das war letztlich auch der Ausgangspunkt, ein Canvas zu entwickeln. Ein Canvas, kennt viele von euch, eine Leinwand, um damit gemeinsam drüber zu diskutieren, was für Rahmenbedingungen haben wir denn in unserem eigenen Kontext, die ja, einen Einfluss haben auf die Fragestellung, wie das für uns passt. Das heißt, es gibt nicht die passende, generell gültige Product Ownership, sondern es gibt nur die für euch zu einem gewissen Zeitpunkt in eurem Systemkontext passende Product Ownership. Steigen wir mal ein. Vielleicht mal mit einer ersten Frage spontan in die Runde. Wer glaubt denn, eine Idee zu haben, was Ownership oder Product Ownership überhaupt heißt? Mal Freiwillige vor. Ich frage nicht konkret nach, aber nur mal so Handzeichen. Product Ownership. Ja, es sind
Wenige, danke schön. Es ist ein super schwammiger Begriff, aber mal andersrum gefragt, wer redet denn oder in welchem Umfeld bei euch wird denn vielleicht geredet darüber, dass ein Product Owner oder ein Team oder die gesamte Organisation mehr Ownership übernehmen müsste für das Produkt? Wie sieht es da aus? Ist das ein aktives Wort, was so in den Diskussionen geführt wird? Ja, ein bisschen mehr zumindest. Schauen wir mal rein. Also vielleicht ganz kurz zu mir, Tim Klein, Kölner. Kann ich nicht verheimlichen, will ich auch gar nicht verheimlichen. Agiler Coach, sehr viel im Digitalumfeld unterwegs. Der Oliver Winter, so ähnlich. Der kann heute nicht hier sein. Ihr findet mich bei Twitter unter Produktwerk CGN. Ich bin bei Xing ziemlich aktiv und alles, was ihr jetzt heute seht, die Templates, die Präsentation, findet ihr unter productownership.de. Unser kleiner Beweis unseres persönlichen Minimal Viable Products. Es ist gut genug. Es ist nicht perfekt, aber es ist gut genug. All das, was ihr hier von uns seht, also dieses Product Ownership Context Canvas, kurz POC, als auch das POM, stehen unter CC-Lizenz. Nutzt es. Ich habe gestern Abend von der Uschi, die das Buch da spendet heute für die Twitter-Aktion, ich habe von der Uschi gehört, dass sie in dem Buch wohl auf POM auch referenziert hat, was mich sehr glücklich gemacht hat. Ich weiß noch nicht, wie sie es referenziert hat, aber schauen wir mal. Also productownership.de, da findet ihr die ganzen Ressourcen. Ist eine Umfrage, die ich normalerweise mit der ganzen Gruppe live machen wollte. Das hat jetzt in der Kürze der Zeit gerade nicht mehr geklappt, das noch zu aktualisieren. Ich zeige euch hier einfach mal die Ergebnisse aus der Session von der Product People Konferenz am 9. November in Köln. Da haben wir die Frage gestellt: Wie werden in deiner Organisation die Produktverantwortlichen oder auch die Product Owner ausgewählt? Also wer wählt die aus? Und das war jetzt so ein Live-Voting, das hätte ich jetzt gerne mit euch gemacht, aber hier mal das Ergebnis, was dort rauskam: Ein großer Teil Abteilungsleiter, Geschäftsführer und ein kleinerer Teil noch, keine Ahnung. Es fällt halt so vom Himmel. Plötzlich steht bei einem Product Owner oder Produktverantwortlicher auf der Visitenkarte: Es ist halt so. Interessant, aber tatsächlich hier keiner aus der Personalabteilung, keine Entscheidung aus dem Transformation-Team oder durch Scrum-Team selber oder auch von extern. Also insgesamt würde ich interpretieren, eine sehr top-down-lastige Entscheidung. Wem die Rolle des Product Owners, wem die Rolle des Produktverantwortlichen übergeben wird. Und eine zweite Frage, die wir dann gestellt haben: Welches ist das wichtigste Kriterium bei der Auswahl des Product Owners und der Produktverantwortlichen? Was glaubt ihr? Und hier kommt als erstes raus Produktwissen mit dem größten Anteil. Sehr stark auch noch Erfahrung mit agilen Methoden, Projektmanagementfähigkeiten, okay. Und dann so gefolgt von auch Alter und Erfahrung. So, und da würde ich bei all diesen Sachen sagen: Ja, ist richtig, ist pauschal richtig, weil kann sein, dass es passt. Kann auch sein, dass es nicht passt. Es kommt halt drauf an. Es kommt auf euren individuellen Kontext an. Und wir erzählen da gerne mal so eine kleine Geschichte zu dem Thema. Stellt euch mal vor, es war einmal eine Organisation, die seit langer Zeit erfolgreich Produkte entwickelte, die von Kunden geliebt wurden. Ganz erfolgreich. Jeden Tag arbeitete das Projektmanagement Office und das Produktmanagement an einer ausgeklügelten Roadmap, damit die Projekte für die Neuentwicklungen zusammenpassten. Ja, wenn wir hier den Meilenstein noch ein bisschen schieben, dann könnte da der Übergang, dann werden da die technischen Architekten frei, die brauchen wir dann für das Projekt. Ah, und da hinten kommt die Messe, die müssen wir mal reinkriegen und da haben wir noch ein Projekt, das muss kommen von der Geschäftsleitung. Also ich habe in meiner früheren Welt sowas häufig gemacht, solche Gantt-Chart-Diagramme geschoben. Ich war großer, begeisterter Fan von MS Project Server und solchen Sachen, habe Personalhistogramme gemacht etc. Naja, hier in der Firma war das eben auch so, ne? Es lief, das Projektmanagement Office hatte alle Stellschrauben in der Hand. Aber eines Tages,
da ging die Nachfrage irgendwie plötzlich zurück. Die Produkte waren dramatisch nicht mehr so gefragt. Und eigentlich gab es gar keinen wirklich ersichtlichen Grund dafür. Es passierte halt. Und darum beschloss die Geschäftsführung sofort, wir müssen etwas ändern, wir müssen agil werden. Wir müssen agil arbeiten, lass uns Scrum machen. Das ist der Heilsbringer, das wird es sein. Und dafür wurden die Produktmanager, die es bislang gab, schnell mal in Produktowner umbenannt. Es wurden lustige bunte Teamräume eingerichtet, bunte Sitzsäcke eingeführt, ein Tischkicker kam, eine Dartscheibe, Gemeinschaftsküche, genau. Viele, viele bunte Post-its und Sharpies wurden bestellt. Beim Hasso-Plattner-Institut die teuersten Design-Thinking-Wände, die das Land hergibt. Und jetzt sind wir agil. Und die Teams wurden auch umgestellt und es dauerte sicherlich, bis so das Ganze ans Laufen kam, weil das wusste man ja. So agil geht ja nicht von jetzt auf gleich. Bis wir die Transformation so geschafft haben, dauert es was. Und nach ein paar Scrum passte jetzt auch nicht so überall. Wir haben das für uns passend gemacht natürlich. Naja, und dann nach einer Weile lief es, aber wir hatten uns so in dieser agilen Komfortzone quasi eingerichtet in diesem Unternehmen. Und bald konnte endlich wieder so jeder so arbeiten, wie es eigentlich gewohnt war und eigentlich auch wieder bislang gearbeitet hat. Aber wir hatten halt neue Titel und neue bunte Sitze. Aber leider hatten wir bald darauf auch die allerletzten Kunden dieser Firma verloren. Denn daran hatte sich nichts geändert. Das führt uns jetzt eigentlich zu der Relevanz des heutigen Themas. Wie hat man hier ist man mit Produktverantwortung und Product Ownership umgegangen? Unsere Meinung ist, das Thema ist deshalb relevant, weil es notwendig ist, eine gemeinsame und reflektierte Diskussion darüber anzustoßen. Im Konsens zu definieren, wie wollen wir Produktverantwortung gestalten. Und das auch für alle transparent zu machen. Eben nicht so, da ist einer, der hat jetzt entschieden, meinetwegen der Geschäftsführer, Bereichsleiter, you name it, komm hier, der Max. Der hat viel Ahnung, der ist der Domain-Experte. Ach komm, da steht ja schon Produktmanager drauf, den machen wir jetzt zum Product Owner. Der Max sagte, keine Ahnung, was Product Owner ist, ich gehe mal zu so einer PO-Schulung, vielleicht weiß ich es dann. Okay, ich nutze jetzt Jira, ist klar, jetzt bin ich Product Owner. Also entscheidend ist für uns die Frage der Verantwortung für das Produkt transparent zu machen, nachdem wir es gemeinsam reflektieren, gemeinsam im Konsens definieren und damit aus unserer Sicht die Chance deutlich erhöhen, dass der Produkterfolg eintritt. Es ist keine Garantie. Es ist eine weitere Hypothese, dass ein solcher Ansatz ja ein bisschen bessere Chance gibt, um das Thema ranzukommen. Denn die Gestaltung von Produktverantwortung ist aus unserer Sicht eine sehr komplexe Aufgabe. Die meisten von euch werden wahrscheinlich das Senefin-Modell kennen. Und wem sagt Senefin gar nichts? Gestern kennengelernt. Senefin oder Sinefin, jeder spricht so ein bisschen anders aus. Kenefin, ja, ich bin da ein bisschen. Es ist gut genug, Sinefin zu sagen. Also Kenefin. Es geht letztlich darum, dass wir ja offensichtliche Problemstellungen haben oder simple Problemstellungen, komplizierte, komplexe und chaotische Situationen. Und letztlich würden wir behaupten, dass es sich bei der Gestaltung von Product Ownership um eine komplexe Aufgabenstellung handelt, wo wir emergent vorgehen müssen und im Endeffekt keine eindeutigen Ursache-Wirkungsprinzipien von vornherein wissen. Das heißt, Probe, Sense, Respond ist der Ansatz. Wir müssen letztlich Thesen aufstellen,
diese durch Experimente verifizieren oder falsifizieren und darauf reagieren. Können wir diskutieren, seht ihr das anders? Ich bin da sehr offen für eine Diskussion. Ne? Das ist vielleicht nur kompliziert, mag es sogar chaotisch sein. Dass es simpel ist, würde ich jetzt mal ausschließen, aber das ist im Endeffekt die Ausgangslage, dass wir sagen, es ist halt nicht einfach, die Fragestellung von Ownership so zu beantworten. Ja, und das bedeutet auch, komplexe Herausforderungen sollte man agil angehen, iterativ das Ganze gestalten, und letztlich ist das auch unser Vorschlag, so mit dem Tool, was gleich vorgestellt wird, umzugehen. Den iterativen Diskussionsschleifen, das eigentlich zu reflektieren. Kommen wir aber nochmal zum Kern. Was heißt Product Ownership, habe ich eben gefragt. Und da gibt es eine deutliche Unsicherheit. Gucken wir mal in Scrum Guide. Der Scrum Guide sagt zum Begriff Ownership gar nichts. Nix. Nicht einmal taucht der Begriff Ownership im Scrum Guide auf. Und auch, das wisst ihr wahrscheinlich, zum Product Owner wird im Scrum Guide wenig gesagt. No? Bei den 19 Seiten Scrum Guide ist mal gerade so ein kleiner Abschnitt dem Product Owner gewidmet. Das führt natürlich auch zu vielen Missverständnissen. Was wir wissen ist, okay, der Product Owner soll verantwortlich sein, den Wert des Produktes zu maximieren, das aus der Arbeit des Entwicklungsteams entsteht. Okay, Wertmaximierung haben wir. Und die zweite Hauptaufgabe ist eben das Management des Product Backlogs mit der Möglichkeit, bitte nie vergessen, dies zu delegieren als Team, auch wenn der Product Owner selbst rechenschaftspflichtig gemacht wird. Der aus meiner Sicht häufig übersehene Satz, der aber sehr, sehr, sehr zentral ist, lautet, damit der Product Owner überhaupt erfolgreich sein kann, muss die gesamte Organisation seine Entscheidungen respektieren. Ich frage jetzt nicht, bei wem passiert das. Ich würde behaupten, bei keinem passiert das. Also, oder andersrum, passiert es bei irgendwem? Sehe ich vielleicht noch bei kleineren Unternehmen, gerade wenn du im Startup-Bereich bist, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen. Du hast aber zumindest gezuckt gerade. Toll. Das ist selten zumindest, ja. Wie habt ihr es geschafft? Aber es kommt, so betrachte ich es von außen natürlich auch viel über den Portfolio-Prozess, ne, über die Leiter bis runter, wo dann Product Owner ein gewisses Rahmenfeld hat, in dem er dann agiert. Gut, aber diese Feststellung, Entscheidungsgewalt, weil es ein böses Wort, ne, aber Entscheidungsverantwortung zu haben, das war der Ausgangspunkt letztes Jahr für den Oliver Winter und mich, eben über Product Ownership Entscheidungen zu reden, und da ist dieses Co-Modell entstanden. Also hier nur mal kurz ein Beispiel. Es ist hier ein ausgefülltes Beispiel. Das Co, wir können gleich gerne später noch mal tiefer reingehen, ist zunächst mal ein Template, ein was auch immer, ich habe noch keinen richtig passenden Begriff gefunden. Es ist ein Blatt Papier, physisch, in dem ich jedem auffordere, mal einzutragen, auf einer Skala von operativen über taktische hin zu strategischen Aufgabenstellungen von Product Ownership. Also hier haben wir so Sachen wie, keine Ahnung, Implementierung von Subtasks, Definition von Subtasks, User Story schreiben, Craft und Set Sprint Goal, Ordnung und Reihenfolge des Product Backlogs, Entscheidungen über den Roadmap Scope, Entscheidungen über die Budgetverwendung. Nicht Vergabe, Verwendung. Zum Beispiel kann der Product Ownership entscheiden, ich nehme jetzt mal 15.000 Euro für ein Use Lab, weil das brauche ich, um Discovery zu machen, bis hin zur Entscheidung über die Produktvision. Und das ist so dieses Kontinuum, was wir hier abbilden. Und dann haben wir einen Bereich hier unten, ich nehme mal den Ist-Zustand und oben den Soll-Zustand. Man geht erst hin und sagt, okay, ich zeichne mal den Product Owner ein, wie weit von rechts her gesehen, wie weit hat er wirkliche Entscheidungsverantwortung, das heißt, ist letztgültig für die Entscheidung verantwortlich.
nicht so spricht mit bis hier hinten, sondern wenn er sagt linksrum, ist auch linksrum. Dann die Frage, wie weit übernimmt das Entwicklungsteam Verantwortung? Und aber auch, und das ist ganz spannend, was für eine Kraft, wir haben es mal Business Owner genannt, als Synonym für Head of Product, Director Product, CEO, you name it, ja. Die Person, die den Product Owner letztlich legitimiert in seiner Verantwortung, wie weit kommt diese Kraft von links hier rein? Das ist also erstmal die Ist-Sicht, die man hier abträgt, jeder für sich. Und dann haben wir halt häufig gehört, ja, ich bin ja Product Owner und eigentlich, ich würde ja gerne viel strategischer arbeiten. Und das ist halt die Frage, wo willst du denn hin? Wie weit möchtest du als Product Owner hier Verantwortung übernehmen? Wohin, bis wohin müsste das Team dann auch nachziehen, damit der Product Owner nicht so die Grätsche macht, auch rein quantitativ? Wenn der dahin will, muss hier vielleicht einer Platz machen. Darüber muss gesprochen werden. Und in letzter Konsequenz, das sind die farblichen Balken, was für ein, wir nennen es Coaching-Offer, bietet der Scrum Master, die Scrum Masterin oder Agile Coach. Also was für einen inhaltlichen Bereich, nicht inhaltlich, nicht methodischen Bereich, deckt der Coach ab, um Unterstützung zu bieten. Und wenn jetzt hier der Product Owner zum Beispiel weiter nach links rücken will, muss sich eben dementsprechend auch das Coaching-Angebot verändern. Der Coaching-Demand wird ein anderer. Dieses Poem nutzt man also so, dass man jeder es für sich ausfüllt, es dann alle an die Wand hängen nebeneinander und das Gespräch darüber startet. Punkt. Das ist es eigentlich schon. Ja? Aber da liegt eine solche Kraft drin, über Missverständnisse zu stolpern, Erwartungshaltungen zu klären, darüber überhaupt mal sich auszutauschen. Weil häufig haben wir zum Beispiel den Fall, dass ein Business Owner gerne hier steht und sagt, ich möchte ja, dass meine POs viel strategischer werden und eigentlich hier so nach dem Motto nach links kommen, aber die machen das ja nicht. Die hängen ja immer nur beim Team, pflegen das Backlog, sind in den ganzen Sprint-Ereignissen drin. Die kümmern sich ja nicht um, und das ist hier der Bereich Marktbeobachtung, Wettbewerbsanalyse, User-Feedback einsammeln, Business-Entscheidungen, das sind geschäftspolitische Entscheidungen hier links. Welche POs machen das? Viele sind sehr nah beim Team, weil da sind ja auch Menschen, sage ich immer, ja. Beim Team sind Emotionen drin. Da sagt das Team, du bist ja nie verfügbar. Ich möchte, dass die User Stories besser geschrieben sind, dass die Akzeptanzkriterien besser verständlich sind. Du musst immer was parat haben, meinetwegen alle zwei Wochen, wenn man im zweiwöchigen Sprint unterwegs ist. Da sind Menschen, die muss ich auch zufriedenstellen. Hier links ist der Markt, der Wettbewerb, die User. Das Blöde ist, die melden sich nicht von alleine und sagen, ah, der Wettbewerb sagt, ich bin dann mal weg. Ja? Ich habe hier neue Features und mache mich mal auf und davon. Oder die User kommen selten an und sagen, ich habe hier andere Bedürfnisse, ich habe Probleme, die ihr für mich lösen müsst. Schickt mir, ja, gebt mir andere Features. Das heißt, das hier vernachlässigt man als Product Owner. Ich war selber oft genug in der Rolle, sehr gerne, weil da schreit keiner und da hinten schreien welche jetzt im übertragenen Sinne. Gut, also, wir füllen das aus, Ist-Sicht, Soll-Sicht, hängen es nebeneinander, diskutieren es und definieren einen Soll-Zustand in unserem Systemkontext. Und wichtig, ich behaupte hier nicht, dass links besser ist. Ja? Das muss für jedes System individuell angepasst sein. Es ist völlig okay, wenn ihr sagt, als Product Owner, ich bin da zufrieden. Ja? Oder hier, völlig okay. Es kommt aber eben auf das Umfeld an. Und an der Stelle sind wir eben eingestiegen mit den Diskussionen jetzt gleich in den Canvas, den ich euch vorstellen will. Welche Fragen gibt es zu dem Poem an der Stelle? Keine momentan? Gut. Ja, eine weitere Frage, die wir hier gestellt hatten, war, wie häufig habt ihr in eurer Organisation wirklich mal aktiv darüber reflektiert, ob die Ausgestaltung von Product Ownership, also zum Beispiel diese Fragestellung, die ihr gerade in dem Modell POEM gesehen habt, diese Verteilung von Verantwortung, ob diese Ausgestaltung von Product Ownership für euren Kontext noch passend ist?
wie oft redet ihr darüber und reflektiert das? Und da kommt dann raus, noch nie, fast 50%, einmal, ein Drittel. Und hier irgendwie 7% haben dann 7-mal schon darüber gesprochen, sehr regelmäßig. Aber grob gesagt, 80%, wenn überhaupt einmal und dann niemals mehr. Unsere Vorstellung von Führung, und Robert, den ich gerne hier im Nebentalk auch gehört hätte, postuliert das ja auch, wie andere aus der MM3.0-Kiste, unsere Vorstellung von Führung ist, sei ein Gärtner. Pflege und hege das Umfeld, schaffe Bedingungen dafür, dass ja, Pflanzen oder Potenziale wachsen können. Schreie nicht den Rasen an, dass er wachsen soll, reiße nicht an den Möhren, dass sie wachsen sollen, sondern jäte hier und da etwas das Unkraut, sodass Raum entsteht und Potenzial wachsen kann. Wenn ich dieses Bild des Gärtnerns übertrage auf Product Ownership, leiten wir daraus ab, dass wir eben iterativ gemeinsam den Kontext immer wieder reflektieren sollten. Das heißt, den Canvas, den ich euch gleich detaillierter vorstelle, würden wir vorschlagen, gemeinsam abteilungsübergreifend zu besprechen. Natürlich mit mehreren Menschen, an der Wand, transparent, sichtbar. Veränderungsinitiativen daraus abzuleiten, also Hypothesen zu bilden, Experimente zu machen etc. Und dann ungefähr einmal im Jahr eigentlich wieder in diese Schleife reinzugehen und nochmal zu gucken, hat sich irgendwas verändert an unseren Marktbedingungen, an unseren Personalbedingungen. Haben wir ganz viele tolle Potenziale dazu gewonnen oder eben sind uns die Leute weggelaufen, dann habe ich auch andere Bedingungen, ja, kommt ja mal vor. Dieser Canvas umfasst also die Bereiche Produkt, Stakeholder, Prozess, Struktur, Skills, Team, Werte und Anpassungsfähigkeit. Und wir steigen mal jetzt ein in unser POC, wie wir es kurz nennen. Oh, hier steht noch Customizing Canvas. Fehler. Sollte Context Canvas heißen. Am Anfang haben wir es Customizing Canvas genannt, aber wir haben da auch iteriert. Ja, wir starten mit der Frage des Produkts. Also sich zu überlegen, welche Ausrichtung geben erstmal unsere Produktvision oder unsere Produktstrategie unserem Kontext? Will ich Marktführer sein? Will ich Innovationsleader sein? Will ich MeToo, Copycat sein? Was auch immer. Was kennzeichnet das Produktumfeld? Ne? Bin ich im Blue Ocean, im Red Ocean unterwegs? Das ist mal ganz simpel gesagt. Welche Reife hat das Produkt? Wenn ihr an das Horizonte-Modell denkt, was hier auch im Buch von Mentos und Jürgen Hofmann nochmal zuletzt das Jahr aufgegriffen worden ist. Also erstmal so, davon gehen wir aus, das ist unser Startpunkt, deshalb sagen wir auch hier Punkt 1, machen uns erst nochmal bewusst, was haben wir für ein Produktumfeld. Zweiter Schritt, Stakeholder, und wir sehen da genauso auch Kunden drunter. Wie stark wirken Stakeholder und Kunden auf das Produkt ein? Bin ich zum Beispiel als Dienstleister unterwegs in einem quasi abhängigen Geschäftsverhältnis zu meinem Hauptkunden? Ich kenne Leute im Raum, die das so in ihrem Umfeld haben. Dann habe ich natürlich eine ganz klare, starke Wirkung der Stakeholder auf Produktentscheidungen. Bedeutet, dass ich das Thema Product Ownership bei mir in der Organisation anders handeln muss, als wenn ich vielleicht Eigenanbieter bin. Existieren also Abhängigkeiten. Wie werden Stakeholder überhaupt in die Produktentwicklung eingebunden? Reflektiert man gemeinsam mit Stakeholdern das Produktumfeld oder nicht? Der dritte Schritt ist dann die Frage des Prozesses. Also erstmal überhaupt zu klären, wie verteilen sich denn Discovery- und Delivery-Phasen? Bin ich in einer reinen Delivery-Organisation aufgestellt oder ist mein Prozess so aufgestellt, dass ich eigentlich nur liefern? Ne? Stakeholder sagt Wünsche und wir versuchen das auf die Straße zu bringen. Oder nehme ich mir auch ausreichend genug Zeit, um zum Beispiel Markt- und Wettbewerbsbeobachtung zu machen, um User-Feedback einzusammeln und um Discovery über das Produkt zu betreiben. Nutze ich überhaupt ein agiles Framework? Und wenn ja, welches? Ja, also
Für uns ist da jetzt nicht drin gesetzt, dass es ein agiler Ansatz sein muss, aber das ist natürlich schon etwas anderes, ob ich mit Scrum arbeite, mit Kanban, eher Kanban arbeite oder klassisch arbeite. Gilt ein Push- oder ein Pull-Prinzip? Also, ne, wir hatten gerade das Beispiel von Rewe Digital, soweit wie ich das kenne, wird da gepullt, eben aus einer herüberliegenden Flight-Level-Ebene, nach dem Motto, ja, als Team, als Product-Owner eines Teams, korrigiere mich bitte, du bist tiefer drin, als Product-Owner eines Teams habe ich Platz jetzt in meinen nächsten Sprint, ich bin wieder bereit und kann einen Teil einer Initiative reinziehen. Oder gilt es andersrum, dass einfach hier mach, Team, mach, ne, push. Ist eine Koordination mit anderen Teams überhaupt notwendig? Also habe ich ein Team, was ein Produkt autark ausliefern kann und wirklich für ein potenziell auslieferbares Produkt Inkrement auch Verantwortung zeichnen kann? Oder verteilt sich die Verantwortung für ein gesamtes Produkt, zum Beispiel so eine komplette Transaktionsstrecke, auf 5 Teams, 7 Teams, 10 Teams, 15 Teams? Wo, um ein Kundenproblem zu lösen, mehrere Teams zusammen interagieren müssen und auch koordiniert werden müssen. Der Ansatz von Klaus Leopold mit den Flight Levels, kennt der ein oder andere, wäre hier zum Beispiel ein Thema. Natürlich auch andere Skalierungsframeworks wie Safe und so, bin ich aber nicht so der Freund von. Das ist also die prozessuale Frage. Und wir sagen halt, das ist deshalb die Reihenfolge, erkennt ihr vielleicht schon. Ausgehend von der Frage, was habe ich für ein Produkt, ausgehend, was für einen Einfluss haben Stakeholder und Kunden, ergibt sich vielleicht auch schon eine Wirkung auf die Frage des Prozesses. Dementsprechend dann auch im vierten Schritt auf die Struktur. Also, nach welchen Leitgedanken ist die Organisation gestaltet? Wie ist die Verantwortung für das Produkt verteilt? An der Stelle würde jetzt POEM einsetzen. Das ist jetzt genau an der Stelle, so die, mit POEM könnte ich jetzt klären, wie ist die Verantwortung hier verteilt? Welche Rollen existieren denn bereits? Gibt es klare Entscheidungsrollen oder ist die Entscheidung für ein Produkt auf 7 bis 13 Personen verteilt, gerade in Konzernen sehr beliebt. Jeder will mitreden. Also nach dem Motto, keine Entscheidung ohne mich. Alles klar, entscheidest du das dann bitte? Nein, 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 ich will ja meine Rente nicht riskieren. Also wie schnell können auch Entscheidungen getroffen werden, bedingt durch die Struktur? Das ist für mich eine sehr wichtige Fragestellung. Fünfter Bereich sind dann die Fähigkeiten, die Skills. Welche Fähigkeiten werden denn dann für diese Rolle, nehmen wir jetzt mal den Product Owner als Beispiel oder genauso Mitglieder des Entwicklungsteams, benötigt? Nochmal, wenn ich eine sehr stark push-orientierte Organisation habe, weil ich extrem stark mit meinem Produkt vom Stakeholder abhängig bin, dann benötige ich am Ende bei den Skills ganz andere Personen, die also auch Freude daran haben, delivery-orientiert, sehr stark dienstleistungsorientiert zu agieren, als wenn ich jetzt hier, ne, sozusagen kommt der Freigeist an und sagt, ich will Discovery, ich will Design Thinking, ich will User Experience Test, Customer Journey Analysen machen, etc. Dieser Mensch wird immer unglücklich sein in einem Organisationskontext, wo es einfach auf schnelle Delivery ankommt. Und nochmal, schnelle Delivery ist nicht falsch und verkehrt. Ist halt anders jetzt in dem Fall. Aber auch die Frage, welche Kompetenzen brauche ich im Team? Also wenn ich so an Teammanagementsysteme und Skillräder im Team denke, ne, was für eine Social-Skill-Komponente brauche ich vielleicht im Team? Das führt uns zu der Frage, sind die notwendigen Kompetenzen auch vorhanden und sind auch die notwendigen Erfahrungen vorhanden? Das wiederum führt dann zu der Frage des Team-Setups und auch letztlich des Recruitings. Also für uns ist dieses Tool sehr stark geeignet fürs Recruiting, um zu überlegen, wen brauche ich eigentlich hier für welche Rolle, was für Fähigkeiten braucht man in der Rolle und wie kann ich über diese Fragestellung einem potenziellen Bewerber oder Bewerberin auch kommunizieren, was ich für eine Erwartungshaltung habe. Nochmal, ich kann einen freigeistigen Discovery-Menschen schlecht erzählen, ist alles so super und wir brauchen das hier. Und dann kommt er da rein und sieht, ja, es ist eine klare Delivery-Organisation mit Push. Schaffe ich Unzufriedenheit. Gibt es weiterhin Coaching-Support für das Team? Wie
ne, erfolgt überhaupt die Suche, das Recruiting? Also ich sehe das sehr häufig, dass dann drüber steht über einer Stellenanzeige Product Owner, ist ja hip, ne, gerade, alle suchen Product Owner. Und unten drunter in der Beschreibung wird so ein klassischer Projektmanager, Business Analyst und weiß ich nicht, Number Cruncher gesucht. Gibt es schöne Beispiele, kennt glaube ich jeder von euch. Da läuft aber auch viel auseinander, weil ich häufig erlebe, in den Teamstrukturen selber ist sehr klar bewusst, wen wir da brauchen. Das Recruiting im Konzern oder in der Personalabteilung ist aber vielleicht auf einem ganz anderen Dampfer unterwegs und man ist da nicht gemeinsam aligned, wen man wirklich sucht. Das ist jetzt wiederum eine Möglichkeit, dieses Tool einzusetzen, um darüber auch mit Recruiting-Spezialisten aus dem eigenen Umfeld ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. So, diese sechs Felder werden nochmal flankiert, einmal mit der Frage Anpassungsfähigkeit, also wie anpassungsfähig ist überhaupt mein Systemkontext. Wie offen ist die Organisation für Veränderungen überhaupt? Wie bekannt sind Theorien zu Veränderungen? Ja? Scotter Change Modell, die J-Curve, was auch immer. Ja? Ist das reflektiert oder nicht? Und letztlich Begleitung durch die Werte. Werden agile Werte zum Beispiel gelebt und geteilt? Wie finden Diskussionen darüber statt, etc. Ich habe euch als klein, so ein bisschen vorbereitet war ich ja schon, nochmal ein kleines Handout hier als Erinnerer mitgebracht. Ich weiß nicht, ich glaube, es reicht nicht für jeden. Reicht das mal durch gerne. Da ist auch nochmal die URL drauf. Ja, ganz wichtig bei einem Canvas. Wie benutzt ihr einen Canvas? Also viele arbeiten vielleicht mit dem Business Model Canvas von Alex Osterwalder oder Value Proposition Canvas oder von Jeff Patton kann ich sehr empfehlen den Opportunity Canvas, der so ansetzt ein Stück weit vom Story Mapping. Wie benutzt man einen Canvas? Wer hat Erfahrungen mit der Arbeit mit Canvases? Ja, am besten groß an die Wand oder groß auf ein Whiteboard. Ist egal, kann man auch schnell aufzeichnen. Auch das hier, einfach ein paar Striche und Linien auf ein Whiteboard. Bitte hands on. Und dann mit mehreren Personen davor stehen, nicht alleine im kleinen Kreis. Ein gutes Ergebnis eines Canvas kommt aus der gemeinsamen Diskussion. Und ich würde sogar behaupten, das Gespräch über diese Themen ist das wertvolle Ergebnis, nicht die Zettel, die dann hinterher an der Wand hängen. Die Zettel, die an der Wand hängen, sind irgendwie wieder ein Stückchen Cargo-Kult. Die Kommunikation und ein gemeinsames mentales Modell zu erschaffen. Das ist aus unserer Sicht der wertvolle Output, der wertvolle Outcome aus dieser Diskussion. Ne? Die Zettel sind der Output. So, also nutzt das, lasst es hängen, führt Stakeholder, die vorbeikommen, führt Recruiting-Abteilungen, die vorbeikommen, gemeinsam nochmal immer wieder für das Canvas, ergänzt dann nach und nach auch Erkenntnisse in den unterschiedlichen Handlungsfeldern. Und reagiert auf Veränderungen. Weil das ist jetzt für mich eine Landkarte für mögliche Handlungsfelder, in denen ich angreifen kann. Ich glaube nicht, dass ich in, Stichwort Fokus, ich glaube nicht, dass ich in allen Feldern gleichzeitig angreifen sollte. Aber ich könnte zum Beispiel diese Analyse machen und feststellen, uns fehlen bestimmte Skills. Daraus kann ich eine Maßnahme ableiten, keine Ahnung, Personalentwicklung oder Knowledge-Aufbau. Oder ich kann eine Maßnahme ableiten, externen Skills dazu zu holen durch Recruiting. Das heißt, ich habe ein ganz klares Handlungsfeld, in dem ich agieren kann. Oder ich merke, das hier im Mittelbereich ist ja alles super, aber leider lieben wir die agilen Werte überhaupt nicht. Also agiler Eisberg unter der Wasseroberfläche ist nicht vorhanden. Ich weiß nicht, wer das Bildchen kennt. Das heißt, ich muss aktiv an den Werten arbeiten. Sprich, ich habe vielleicht die richtigen Leute, die richtigen Skills, aber sowas wie Offenheit oder Mut fehlt mir. Ist ja auch nochmal die Frage, wenn ich in einem Produktumfeld bin, wo ich stark Discovery-orientiert arbeiten muss oder experimentell arbeiten muss, dann brauche ich den Wert Mut ganz deutlich in der Truppe. Nehmen wir mal das Beispiel, ich spare es eben schon an, dieses Drei-Horizonte-Modell, kennt der ein oder andere wahrscheinlich. Ganz ursprünglich mal aus einer McKinsey-Ecke entstanden. Jetzt letztes Jahr nochmal im Buch, wie gesagt, von Jürgen Hoffmann, dem Mentors, und Stefan Rook von IT Agile auch aufgegriffen.
Wir haben in unserem Produktportfolio unterschiedliche Produkte, und zwar welche, die das existierende Geschäftsmodell unterstützen. Also hier gilt es, Prozessinnovationen zu betreiben. Das sind so quasi die Cash Cows, wenn man in der BCDG-Matrix denkt. Dann habe ich die Bereiche von Produkten neuer Opportunities. Da geht es um Businessmodell-Innovation. Hier ist die Stärke von Scrum zum Beispiel zu sehen. Hier eher die Stärke von Lean oder ja, Prozessdriven. Und hier oben habe ich halt so diese 3 bis 5 Jahre in der Zukunft Produkte, also oder anders, die Experimente. Da habe ich Lean-Startup-Ansätze, da habe ich neue disruptive Geschäftsmodelle, wo ich auch viel mit auf die Nase fallen werde. Die hier unten, die Produkte hier, die finanzieren die Party hier in dem Horizont 2 und Horizont 3. Das muss ich mir aber bewusst werden, auch wenn ich neues, keine Ahnung, Digital Studio, Digital Lab oder irgendeinen schönen modernen Kram aufmache im eigenen Kontext, dass diese Produkte auch noch gar nicht zur Finanzierung aktuell beitragen sollen und können. Sondern hier bin ich eigentlich in der Suche, was könnte die richtige Wette eigentlich sein für die nächsten Jahre. Und das heißt eben auch, das ist auch ganz wichtig, dass ich diese Bereiche nicht vernachlässigen sollte. Ich erlebe das häufig bei meinen Kunden, dass so, bam, alle gucken auf das Digital Lab, das Digital Studio, die Digital Garage oder wie es der Kram heißt, oder die Digital Next oder sonst was Ableger und vergessen, wer für das Brot- und Buttergeschäft des Konzerns auch zuständig ist und vergessen, dieses Brot- und Buttergeschäft auch zu würdigen. Ich habe einen großen Respekt vor großen Organisationen, nehmen wir mal eine Rewe jetzt als Beispiel, was die Rewe insgesamt über, korrigiere mich, mehr als 100 Jahre bestimmt, aufgebaut hat und was die Rewe als stationärer Retailer schafft. Natürlich müsst ihr euch verändern, macht das mit einem sehr großen Digitalangebot, aber ihr könnt noch nicht das ganze Geschäft wuppen. Ja? Und da muss man immer gucken, Erwartungshaltung versus Realität. Klar muss sich das irgendwann rentieren, aber hier geht es eben darum, Wetten abzuschließen. Suchend unterwegs zu sein, hier ausführend. Also das wäre so ein Thema zum Thema Analyse des Produktes. Ein anderes ist in der zweiten Feld Stakeholder. Kennt ihr wahrscheinlich eine klassische Stakeholder-Matrix. Ursprünglich mal hier aus einem sehr klassischen Management-Strategiebuch, Exploring Corporate Strategy, abgewandelt von, eher bekannt bei uns, würde ich sagen, das Modell von Roman Pichler. Roman kippt das einmal, also nicht irritieren, nur die Achsen sind andersrum. Und man identifiziert die verschiedenen Stakeholder erstmal und überlegt, okay, wer hat Interesse an meinem Produkt, wie viel? Und wer hat Einfluss auf mein Produkt, wie viel? Kann er mir den Hahn abdrehen? Wo sind die Player in seinem Modell? Sind das die Player, mit denen ich aktiv zusammenarbeiten muss? Welche muss ich ja, als Kontextsetter beachten und darf sie nicht vergessen? Welche muss ich aktiv involvieren? Und was ist, er nennt das Crowd, was sind die, mit denen ich mich jetzt auch nicht zu viel zeitlich beschäftigen sollte? Ne? Also das wäre eine Möglichkeit, um sich dem Thema Stakeholder-Analyse zu widmen. Das Thema Koordination mit anderen Teams ist beispielsweise das Modell von Klaus Leopold mit den Flight Levels. Auf Teamebene operational ein Flight Level 2 Board zu Koordinationszwecken und ein Strategieboard zur Koordination eigentlich von oder zur Orchestrierung von Initiativen, die auf die Strategie einzahlen. Da will ich jetzt nicht tiefer reingehen, aber einfach nur so zeigen, in jedem dieser Handlungsfelder des Canvas könnte ich eben ganz bekannte andere Instrumente wieder ansetzen. Bei den Skills, der eine oder andere kennt vielleicht den Artikel von Marty Kagan, da geht es drum, Product Owner Skill Matrix oder Product Owner Skills, er hat die glaube ich Product Manager Skills mal genannt, daraus kann man ableiten, dass es einen Bereich von Knowledge Skills gibt, Process Skills und individuellen Skills. Das ist so eine riesen Latte von, ich weiß es nicht, ungefähr 17, 18 verschiedenen Skill-Dimensionen, wo ich halt, ich habe das hier mal in so ein Spinnennetz übertragen, mir fragen kann, was brauche ich explizit für meinen Produkt,
Kontext an Skills. Und damit natürlich auch wieder in die Suche, in die Team-Personalentwicklung und in das Recruiting gehen kann. Unsere Tipps für die Umsetzung von dem Ganzen sind: experimentiert. Seht jede Veränderung als Experiment. Ihr stellt eine Hypothese auf und verändert mal. Jeden Gestaltungsschritt, genau, als Hypothese betrachten, der auch scheitern darf. Das ist ganz wichtig. Wir haben hier ein komplexes Problemumfeld. Das kann auch mal schief gehen. Nutzt vielleicht die Möglichkeit, so ähnlich wie man Aktionen aus einer Retrospektive rausholt, jeweils Einträge in das Backlog des Agile Coach und Scrum Masters reinzuschreiben. Das sind aktive Veränderungsschritte und damit Aufgabenstellungen für das Veränderungsmanagement in eurem Kontext. Und eben immer wieder Fokus halten. Fokus behalten, Fokus behalten. Versucht bitte, die Welt oder in dem Fall das Thema Product Ownership nicht an einem Tag zu retten. Es wird nicht gelingen. Ja? Sondern nicht zu viele Anpassungen auf einmal. Das bringt auch sehr viel Unruhe rein. Macht kleine Schritte. Macht kleine Lernschritte. Reflektiert sie und passt sie wieder an. Ja, und wenn wir uns das vorstellen, dann denke ich halt so an die Geschichte wieder zurück und sage, es war einmal eine Organisation, die seit langer Zeit erfolgreiche Produkte entwickelte, die von den Kunden geliebt wurden. Jeden Tag arbeitete das Scrum-Team motiviert daran, am Ende des Sprints ein neues Produktinkrement zu liefern, Feedback von den Kunden zu erhalten und die Roadmap sowie das Backlog anzupassen. Eines Tages aber änderte sich der Kontext für das Produkt dramatisch. Zum Beispiel durch neue Wettbewerber, die auf den Markt kamen, durch neue Stakeholder. Darum beschloss die Geschäftsleitung, dass sie ab sofort mit dem Scrum-Team, HR, Stakeholdern etc. die Veränderungen gemeinsam alle 12 Monate reflektieren möchte. Darum erarbeiteten alle gemeinsam mit Hilfe des Product Ownership Context Canvas regelmäßig eine den individuellen Kontext angemessene, passende Ausgestaltung für Product Ownership, bis endlich die Verantwortung für das Produkt für alle nachvollziehbar definiert war und bei Bedarf an den veränderten Kontext angepasst wurde. Vielen Dank. So, und jetzt ist auch noch Raum für Fragen, sowohl zu dem Kontext-Canvas, aber auch gerne zu Poem oder euren eigenen Erfahrungen und gerne auch Kritik daran, Feedback dazu. Auch wir wollen iterativ mit dem Canvas voranschreiten. Ihr habt einen Veränderungsschritt mit dem Namen schon hier live miterlebt, da hat sich schon was entwickelt. Aber was passt nicht für euch? Feuer frei. Welche Fragen gibt es? Es gibt bestimmt Fragen. Inspect und Adapt. Mhm. Next Mikro. Kann ja mehrere, ne? Nee, das macht aber auch nicht. Eins, zwei. Jesus. Weniger zum Canvas als mehr zum Poem. Ach du Heiliges. Kannst du das nochmal aufmachen, bitte? Mhm. Genau. Ich habe so mein Problem damit, dass du oder generell, dass die Product Vision weiter links als das Budget ist. Also ich würde das auch, also ich kann mir vorstellen, dass man das in manchen Kontexten auch tauschen könnte. Gerade weil, also in größeren Firmen wie bei uns zum Beispiel, ist es halt so, dass auch schon mal die Vision, sag ich mal, auf Basis des Budgets geshaped werden kann. Ja, natürlich ist es klar, die Vision sollte natürlich eigentlich nicht mit einem Budget limitiert sein, aber manchmal hat man das halt eben, dass ich halt ein Budget habe und damit kann ich arbeiten und damit soll ich halt bestmöglichst eine Vision ausarbeiten in diesem Budgetrahmen, sorry. So, deswegen ist einfach nur mein Feedback dazu. Also dann habe ich, darf ich eingreifen? Dann habe ich das an der Stelle falsch erklärt. Gemeint ist hier, dass ein Budget gegeben wird, sozusagen von links,
Hier ist explizit die Entscheidung über die Budgetverwendung gemeint. Also du kriegst meinetwegen, ich gebe dir eine 500.000 und sag dir, make the best out of my budget. Und dann ist halt die Frage, kannst du als Product Owner aktiv entscheiden, okay, ich kaufe mir jetzt meinetwegen noch ein externes Teammitglied als Unterstützer hinzu für Euro X. Ich brauche Feedback vom Markt, das heißt, ich kaufe für 15.000 Euro ein Use Lab ein. Kann ich das selber als PO entscheiden oder muss ich zu irgendwem gehen, das ist häufig der Fall, ne? Und fragen, hey, ich würde, was, 15.000 für ein Use Lab? Nein, das ist nicht mein Budget drin, das geht. Ne? So, das ist halt die Frage daran. Habe ich die Stellhebel für Entscheidungen in der Hand, um diese getroffene Produktvision im Rahmen von bestimmten Budgetgrenzen natürlich gestalten zu können und umsetzen zu können. Ja. Weitere Fragen? Wer hat noch Fragen? Ich stelle mich immer hinten an, ich habe meistens Fragen, deswegen bin ich Roomhost. Es gibt immer Fragen. Ja, mich würde mal deine Erfahrung interessieren. Ist es sinnvoller, erstmal mit dem POEM leichter einzusteigen, um damit erstmal, wenn man das ganz neu in der Organisation einführt, erstmal ein bisschen sanfter in Anführungszeichen und kleiner ranzugehen oder gleich mit dem ganzen Canvas zu starten? Welche Erfahrung hast du da gemacht? Ich glaube, dass POEM ein guter Dosenöffner ist. Also ich kenne auch viele Coaches inzwischen, die jetzt im letzten Jahr angefangen haben, POEM sehr erfolgreich einzusetzen. Wir kriegen da ganz wunderbares Feedback, also auch von großen Organisationen wie Post, Telekom, Otto, Allianz etc., wo plötzlich so ein Thema mal überhaupt aufkommt, eben Product Ownership, weil, wie in der Eingangsfrage gesehen, man beschäftigt sich in der Regel eigentlich gar nicht mit der Frage, was heißt dieses schwammige Wort Ownership, Product Ownership. Und zweitens, man beschäftigt sich ganz wenig mit der inneren Sicht auf ein System und reflektiert auch noch die Soll-Sicht, also die Wunschvorstellung. Und alleine hier schon, ja, also wenn ich alleine nur den Ist-Sicht ausfüllen würde und nebeneinander hänge und da Product Owner, Teammitglieder und auch hier die Business Owner mit in der Session drin habe, da kommen so viele Augenöffner raus, das ist grandios. Ich empfehle, also wenn du alle zusammenkriegst, nimm sie alle. Ansonsten ist es super spannend, sozusagen Product Owner und Business Owner mal zusammenzunehmen. Ich habe das häufiger auch mal gemacht, dass man einfach mal alle Product Owner der Organisation, also ich sage jetzt mal so, also 5 bis 10 nimmt und die jeweilige, weiß nicht, Führungskraft, Fachseite, was auch immer, das ausfüllen lässt, noch ohne Development Team. Und da kommen schon ganz erstaunliche Erkenntnisse zusammen. Wir haben habe das letztes Jahr gezeigt, wir haben ganz viel Werte auch gesammelt. Also wir sammeln dann nach den Übungen mit POEM immer die Daten ein und haben inzwischen auch so eine Datenerhebung, wo die üblicherweise sich Product Owner sehen. Also wenn ihr Interesse habt, kann ich das gerade noch rausziehen und euch zeigen. Das ist hochspannend. Entscheidend ist aber, dass es eben häufig eine unterschiedliche Sicht auf die Dinge gibt. Und ganz häufig eben diese Sicht, dass der Business Owner sagt, ich würde ja gerne viel lieber hier links stehen, ich hätte ja gerne, dass die hier nach links kommen und die wissen das aber gar nicht. Die sagen, da ist ja immer einer, ich darf da gar nicht hin. Eine zweite wichtige Erkenntnis ist, und eine These, die wir sagen, bevor sich der Product Owner hier nach links bewegen kann, muss sich erstmal das Team nach links bewegen. Weil ansonsten ergibt sich ein großes, weites Feld, wo der Product Owner schon dann gar nicht mehr weiß, wie er das alles schaffen soll. Das heißt, Product Ownership fängt damit an, dass dem Team, den Development Team Mitgliedern bewusst wird, dass sie einen aktiven Einfluss darauf haben, Ownership zu gestalten. Das heißt nicht nur hier vielleicht noch einen Task Breakdown zu machen und die Stories runterzuschrubben, sondern auch wirklich bei der Erstellung von User Stories aktiv Verantwortung mit zu übernehmen und auch aktiv zum Beispiel das Sprintziel mitzugestalten, weil sie selber die Roadmap im Hinblick auf die Produktvision verstehen und verinnerlicht haben. Traf das die? Dankeschön. Ich habe einen Mikrofontipp für alle.
legt den Daumen drauf und haltet euch den Daumen ans Kinn. Dann ist es nah genug. Und ihr werdet nicht krank. Nee, das würde ich jetzt nicht versuchen. Also ich bin jetzt nicht selbst Product Owner, ich bin Agile Coach. Und meine Frage ist, bei diesem POC fängst du ja mit dem Produkt an und hast gerade Ausgestaltung des Produkts. Was ich ganz oft erlebe in der Zusammenarbeit mit den Product Ownern, dass die schon ein Problem haben, für sich zu definieren, was ist mein Produkt. Oh ja. Vor allen Dingen ich arbeite für sehr komplexe Unternehmen, also nicht so Start-ups, sondern so richtig schön mit einer riesen IT, mit gewachsenen Strukturen, mit Uraltgeschichten. Wie sind denn da so deine Erfahrungen? Was hilft denn da? Überhaupt erstmal sein Produkt da. Also, weil Ausgestaltung ist ja schön, aber da muss ich ja erstmal das Produkt festgelegt haben. Ja, und da ist die erste Frage, die mir immer hilft, wer sind denn eure Kunden? Und häufig höre ich dann, ja, die Nachbarabteilung oder der interne Kunde, Nein, es geht um die Personen, die zu uns oder zur Firma kommen, weil sie ein Problem haben. Ja, Firma XY, frage ich immer, warum kommen die Kunden zu euch als Team, zu dem Team, mit dem du konkret arbeitest? Ja, weil die das kaufen wollen, weil die hier einen Vertrag abschließen wollen, weil die da ein T-Shirt kaufen wollen, weil die da Essen bestellen wollen. Nein, sie haben ein Problem. Und sie haben die Hypothese, dass ihr dieses Problem lösen werdet. So, das führt dazu, dass die Frage ist, was für ein Kontext, Produktkontext, kann denn helfen, dieses Problem zu lösen? Und daraus abzuleiten, okay, nicht die Datenbank ist unser Produkt oder die Middleware ist unser Produkt oder die Microservices sind unser Produkt. Das Produkt ist die Gesamtheit aus Anwendungen, Services etc., die eine Lösung für das Kundenproblem darstellen. Das ist jetzt noch sehr verklausuliert formuliert, aber das finde ich erstmal ganz wichtig, in diese Diskussion einzusteigen. Ich mache das mal gerne mit diesem, ja, könnten jetzt kurz zeichnen, aber dann renne ich aus dem Bild. Edding, mal gucken, ob die was können. Nee, ist nix. Moment. Ja, wir haben hier einen Kunden und wir haben hier dein Team. Ein x-beliebiges Team mitten in einem Konzern, meinetwegen. Warum kommt der Kunde eben zum Team? Und dann kommt meistens, weil er irgendwas kaufen will. Nein, er hat ein Problem. Was soll das Team liefern? Lösung. Genau, das ist noch einfach. Das heißt aber, um diese Lösung von diesem Team, wir haben ein x-beliebiges Scrum-Team, herstellen zu können, braucht dieses Team ein Verständnis über das Problem des Kunden. Man kommt über die Frage, wie oft redet ihr denn mit eurem Kunden? Echt dem, der die Brötchen hier bezahlt und die Party hier bezahlt? Ja, vor 5 Jahren waren wir mal in der Filiale, Bankfiliale, da haben wir uns das mal angeguckt, wie die Berater da das Produkt benutzen. Das heißt, was ich will ist, dass normalerweise haben wir das Problem, dass hier ganz viele Hops, dass ganz viele Menschen dazwischen sind und so eine Gefahr von stille Post-Prinzip passiert. Was ich aber möchte, ist, dass mehr und mehr ein Problemverständnis hier entsteht, damit wir hier diese Hirnmasse in dem Team aktivieren und zu kreativen, besseren, effektiveren Lösungen kommen. Mit so einem Einstieg fange ich meistens die Diskussion überhaupt an, was ist das Produkt? Das war deine Ausgangsfrage. Und ja, ganz schnell landet man dann in der Frage, was ist der Produktschnitt? Weil das Team nur ein kleines Fraktal im Großen und Ganzen ist. Und dann kommst du eigentlich, stößt du die Diskussion auf, wir denken jetzt nicht mehr nur auf Fraktalebene, sondern wir denken kundenzentriert. Und dann müssen wir das Bild des gesamten Produktes aufzeigen, aufschneiden. Und dann fängst du an und zu sagen, okay, plötzlich, es gehören ja mehrere Teams dazu, die eine Lösung liefern. Die muss ich wohl koordinieren. Und jetzt bin ich wieder bei dem POC.
dann bist du in dem Bereich Prozess. Findet diese Koordination überhaupt statt? Oder habe ich Fingerpointing zwischen den einzelnen Teams oder habe ich Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Teams meistens, die ich koordinieren und auflösen muss? Um den Wertstrom, das noch, um den Wertstrom, den schnellen Fluss zu optimieren, damit schneller hier was zum Kunden kommt, im Endeffekt auch Teillösungen zum Kunden kommen, indem er dann wieder Feedback zurückgeben kann. Hat es getroffen oder nicht? Ja, das, ich meine, ich kann dann bei meinem Kunden erstmal die ganze Organisation auf den Kopf stellen, aber... Ich habe nicht gesagt, dass das einfach ist. Ich habe nicht gesagt, dass das einfach ist. Weil da ist so mein Schäufelchen, dein Schäufelchen. Ne? Ja. Aber okay, danke. Vielen Dank. Ich glaube, da war zwar noch eine Frage, aber wir sind zeitlich am Ende, oder? Wir sind zeitlich durch, wir können ein bisschen überziehen. Also der nächste Vortrag ist um 9:30. Wir sollten ein bisschen Luft reinlassen bis dahin. Vielen Dank von meiner Seite. Gebt mir gerne Feedback im Laufe des Tages, gebt gerne Feedback über die App, gebt uns auch gerne Feedback über die sozialen Kanäle. Ich decke das nochmal hier am Ende auf. Vielen Dank nochmal. Ihr findet die Sachen zum Download auf productownership.de und kontaktiert mich per Xing oder Twitter oder auch den Olli genauso. Also ich denke, ihr müsst für die Eileen voten, wenn ihr für den Tim voten wollt. Genau, votet für die Eileen. Ich bin die Eileen. Come on, Eileen. Vielen Dank.